Hallihallo! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video! Diesmal sind wir in Frankreich. Wir haben uns die Fähre genommen und sind hier gestern Abend in der Provence dann angekommen. Jetzt machen wir aber erstmal eine Runde Sport, denn das kam in Mallorca viel zu kurz, da war es nämlich viel zu heiß. Und wir zeigen euch jetzt mal den Stellplatz in der Zeit, wo wir Sport machen, und ja, danach quatschen wir weiter mit euch. Also, bis gleich. Bis später. Ja, das war ein ganz schön langes Frühstück. Ja. Aber so ist halt auch Vanlife, ne? Da vergisst man so ein bisschen die Zeit. Das stimmt. Und bevor wir jetzt klar Schiff machen, erzählen wir euch mal, wie wir hergekommen sind. Und zwar im letzten Video waren wir ja noch in Mallorca, ihr habt es ja noch gesehen. Und wir hatten dann gesagt, es geht für uns nach Frankreich. Da haben wir dann die Fähre von Alcudia Richtung Toulon genommen, haben ungefähr 230 Euro bezahlt. Da war der Camper mit dabei, wir zwei als Passagiere und zwei Liegesessel, die wir uns aber im Endeffekt hätten sparen können, denn auf denen haben wir nicht geschlafen, die waren sehr unbequem. Ja, es war sehr laut in dem Raum und ungemütlich. Ja, kontrolliert wurde auch niemand, ob man da ein Ticket für hat oder nicht, also im Endeffekt könnt ihr... Auch die 20 Euro würde ich jetzt mal sagen sparen. Also wir würden es nicht nochmal buchen, ja. Ob ihr das macht, müsst ihr selbst entscheiden. Man kann sich auch eine Kabine buchen mit Fenster, kostet das dann um die 80 Euro mehr. Also mit Bullauge, ne, ja. Hat man das, und sonst ohne Fenster, weiß ich gar nicht. 60 Euro hat es gekostet jetzt zu der Jahreszeit. Genau, wir haben 15 Stunden gebraucht, also 15 Stunden braucht die Fähre und von Alcudia nach Toulon. Ja genau, sind gestern früh hier angekommen. Genau, gestern ganz früh um 5:30 Uhr ja. Oder 6 Uhr. Und sind dann nochmal 2,5 Stunden hierher gefahren aufs Plateau du Valençol. So, und hier sind wir gerade mitten in den Lavendelfeldern, wie ihr gesehen habt. Richtig schön hier. Eigentlich wollten wir jetzt schon wieder längst weitergefahren sein. Richtung Deutschland fahren. Aber da ist gerade so schlechtes Wetter. Wir haben heute, glaube ich, den 6. Juli und es regnet ununterbrochen. Es soll noch eine Woche regnen und ich glaube, wir fahren ganz, ganz, ganz langsam Richtung Deutschland. Ja, so, dass es eine Woche dauert. Jetzt räumen wir erstmal hier auf. Und dann wollen wir noch irgendein kleines Städtchen hier in der Nähe besuchen. Genau. Wir haben uns noch nicht entschieden, wohin. Also auf nach irgendwo. Bleibt dran. Ich muss ja nochmal klatschen. Wir sind angekommen. Und zwar in der kleinen Stadt Ries. So ungefähr 10 Kilometer von unserem Schlafplatz entfernt. Und jetzt schauen wir mal, was es hier so gibt. Wir haben unterwegs auf jeden Fall schon mal einen kleinen Straßenstand gesehen, der Honig verkauft hat. Und da haben wir gleich mal Halt gemacht. Ich zeige euch mal, was wir gekauft haben. Wir haben uns Honig gekauft. Und zwar einmal flüssigen, cremigen und dann eben noch so eine Seife und so Tropfen. Die benutzen wir für die Toilette, wenn wir da reinpinkeln, damit es dann nicht so stinkt, gell Schatz? Ja. So, und wenn Melli jetzt hier fertig ist, die macht nämlich gerade eine Story für Instagram. Das sieht dann nämlich so aus. Dann gehen wir auch gleich in die Stadt. Oh, weißt du, was wir essen? Aber es ist jetzt nicht der richtige Monat. Ich will wissen, was die hier essen. Mulfried. Oh, vielleicht. Mesdames et Messieurs, schönen Abend noch.
Manche Wohnungen hier in Ries sind gar nicht mehr bewohnt oder sehr viele. Das sind schon so halbe Ruinen. Und nebendran ist dann aber gleich wieder ein Haus, was tipptopp richtig wunderschön aussieht. Ja, also ich glaube, es wohnen nicht mehr so viele Menschen hier. Wahrscheinlich sind die jungen Leute alle in die größere Stadt gezogen. Noch so echt halt, nicht so krass für Touristen so schön gemacht, sondern das ist einfach, der Ort ist einfach so, wie er ist. Und ungeschönt. Ja, Kintsugi. Kintsugi, stimmt. Französisches Baguette. Wir haben uns jetzt ein bisschen Baguette geholt und fahren gleich auf ein sehr schönes Bauernhof, das hier in der Nähe ist. Und da werden wir übernachten. Ich glaube, es kostet 14 Euro die Nacht. Das gönnen wir uns heute mal. Wir sind jetzt mittlerweile gut angekommen auf dem Campingplatz hier. Ich verlinke euch mal in der Videobeschreibung, wie der Campingplatz heißt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Meli und ich, wir waren hier schon mal vor 5 Jahren. Da war die Campingplatzbesitzerin noch schwanger und mittlerweile läuft hier ein kleines 5-jähriges Kind rum. Voll süß auf jeden Fall. Und damals, als wir hier waren, habe ich Meli kurz davor den Heiratsantrag gemacht. Deswegen ist das schön, hier zu sein für uns. Und ich habe uns jetzt hier was gekocht. Und zwar gibt es vegane Schnitzel und dazu in Butter geschwenkte Kartoffel. Ein paar Fliegen, die hier so rumfliegen. Davon gibt es ja einige. Und Meli hat hier draußen den Tisch gedeckt und wartet auf Essen, gell? Hunger! Okay, dann komme ich gleich mal raus. Und euch zeige ich dann später nochmal den Campingplatz. Vielleicht laufen wir auch nochmal eine kleine Runde. Schauen wir mal. Guten Morgen. Ja, gestern haben wir es dann doch nicht mehr geschafft, nach Saint-Jour zu laufen. Und deswegen sind wir jetzt heute hier. Wir frühstücken jetzt erstmal und dann laufen wir zur Stadt hoch. Wir freuen uns auf Frühstück, denn es gibt leckere Bio-Eier von dem Hof, wo wir übernachtet haben. Und noch leckeren Lavendelhonig, den wir uns ja an dem Straßenrand geholt haben. Alles aus der Provence. Ja, es ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, Saint-Jour. Auch wenn hier eigentlich nicht viel los ist, oder? Das ist tote Hose. Ja, es ist richtig schön, es gibt es sieht richtig schön aus, aber es ist halt echt wie tote Hose hier. Ja, aber es gibt eine einzige Bar. Aber ansonsten ist das halt auch eine Sackgasse, die hierher führt. Also
eine Straße, die man wieder zurückfahren muss. Also keine Durchgangsstraße und deswegen auch sehr, sehr ruhig. Einfach ein süßes kleines Dörfchen, wenn man so ein typisches französisches Dörfchen einfach mal haben möchte. Bisschen Ruhe zum Schlendern. Ja. Und ich glaube, da gibt es auch noch so einen Punkt, wo so ein sehr schöner Aussichtspunkt auch ist. Ja, denken. Genau. Es ist so eine Kirche, die da oben steht. So eine alte, verlassene Kirche, die mittlerweile in der Ruine ist. Da waren wir auch schon mal vor 2 Jahren und da gehen wir jetzt auch nochmal hoch und gucken uns von da oben die Aussicht an. Oh, ey. So kaputt. Ich habe so Muskelkater von gestern noch. Oh ja, ich auch. Übel. Kann kaum laufen. Oh Mann, ey, der Schritt tut weh. Warum haben wir so gestern so übertrieben? Haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben schon einfach super lange keinen Sport gemacht. Ah. Deswegen sind wir super unsportlich. Meine Beine. Komm, wir müssen weiter. Ich fühle mich, als hätte ich so eine Windel an. Oh, da brauche ich noch nicht mal Slow Motion anmachen. Wir laufen schon so langsam. Oh. Ich bin auch noch so müde. Jetzt hier ein bisschen durch Saint-Jure geschlendert. Ist sehr klein, aber sehr fein. Wir laufen jetzt zurück zum Auto. Steht genau da hinten. Und dann geht es weiter Richtung Deutschland. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Stops einlegen, aber es soll halt in den Norden gehen. Also meistens finden wir unsere Plätze über Park4Night, manchmal aber auch einfach über die Google-Satellitensuche. Und diesen Platz kennen wir tatsächlich schon, da waren wir ja schon mal vor 2 Jahren. Und das ist die Strecke dahin, die ist mega, mega geil. Wir hoffen mal, dass der Platz frei ist. Wir sind in 2 Kilometern da. Ist eigentlich nur Platz für einen einzigen Van. Ja, lass uns mal überraschen. Völlig woanders, wo wir gerade sind. Das sah anders aus, wie wir hier waren. Oh, da kommt ein Auto. Oh, ausgerechnet jetzt kommt ein Auto. Das ist natürlich der Klassiker. Ne? Also jetzt, die wartet da vorne noch, ne? Ja. Da ist gerade eine Frau, die hat gesehen, dass wir hier nach einem Schlafplatz suchen. Und die wartet jetzt extra, um zu sagen, wo wir uns hinstellen müssen. Okay. Super. Lang. Wow, das ist ja wie Winter jetzt auf einmal. Es ist richtig kalt. Ja. Und bewölkt. Ah, guck mal, siehst du den aber da vorne? Da ist der. Da muss er doch hier in der Nähe sein. Da ist doch dieser. Also diesen Berg, den hatten wir schon mal, da hatten wir eine Aussicht schon mal drauf, aber da standen wir woanders. Da standen wir irgendwo weiter da hinten. Aber das macht ja gar nichts, weil wir sind auch schön. Total froh, diesen schönen Platz gefunden zu haben. Und hier ist auch bloß Platz für einen Camper. Und den haben wir. Also, gut, dass hier noch keiner steht. Und voll nett von der Frau, dass die uns hierhin dirigiert hat. Ja, dirigiert hat. Da fühlt man sich gleich willkommen. Ja. Ich meine, es ist jetzt voll auch schon cool. Echt spät und ja. Jetzt wird es Zeit für was zu essen. Ja. Und dann eine gemütliche Runde im Bett. We'll be right back.
hell oder sieht man das so? Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier von uns mit Kaffee aus dem Bett. Ja, schaut mal, wo sind wir hier denn gelandet? Also das Wetter hat sich von gestern nicht wirklich gebessert. Es ist immer noch richtig, richtig neblig einfach. Und heute Nacht hat es auch richtig dolle geregnet. Wir sehen jetzt einfach mal zu, dass wir uns hier fertig machen, Kaffee trinken. Vielleicht gehen wir noch mal eine kleine Runde spazieren. Weil so ein Wetter hatten wir jetzt die letzten 3 Monate auch nicht. Auch irgendwie schön, aber auch irgendwie ein bisschen trist. Und dann sehen wir zu, dass wir weiterfahren. Und langsam Richtung Deutschland kommen. Wir haben die Sonne im Gepäck, aber wir können ja nicht versprechen, dass die Sonne auch scheint, ne? An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole light, a light that died with the night. You and I, we got our differences. Yeah, I thought we were more alike than unlike. Months of rain and chest pain. What's the plan? Inside this narrow maze. We speak of nothing. Okay, wir sind angekommen für heute. Es war ein richtiger langer Fahrtag über die Landstraße. War eigentlich voll angenehm, aber es ist halt trotzdem irgendwie ein bisschen anstrengend, weil alle paar Kilometer eine 30er-Zone kommt. Aber teilweise auch sehr schön, weil wir durch Landschaften gefahren sind, ne? Die wir sonst so nicht gesehen hätten. Und jetzt haben wir uns hier oben so einen Stellplatz rausgesucht, so ein bisschen im Wald. Melli mag das ja nicht so gerne im Wald. Ja, aber es ist alles so grau und Regen und es ist auf einmal wieder der Herbst ausgebrochen. Also heute macht mir Vanlife gerade keinen Spaß. Ja, heute ist ein bisschen anstrengend, das stimmt. Ja, schön, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Jetzt kommt die Auflösung, warum wir eigentlich zurück nach Deutschland fahren. Genau, das sind wir euch ja noch schuldig. Also zuerst mal keine Sorge, unser Vanlife ist nicht zu Ende. Aber wir müssen ein paar kleine Reparaturen vornehmen. Genau, weil eigentlich war es gedacht, dass wir nur 6 Monate im Bus leben werden und dann zurück in unsere Wohnung ziehen. Momentan macht uns das aber alles sehr viel Spaß und können uns jetzt noch nicht vorstellen, in 3 Monaten wieder zurück in unsere Wohnung zu ziehen. Also wollen wir dieses ganze Projekt Vanlife verlängern und deswegen müssen wir noch ein paar Kleinigkeiten in unserem Bus ausbessern. Genau, und wir zeigen euch jetzt mal ganz kurz, was uns während der letzten 3 Monate so immer aufgefallen ist, was ausgebessert werden muss und uns teilweise auf die Nerven gegangen ist. Einmal das Thema Elektrik. Unsere Batterie ist jetzt 2,5 Jahre alt, die macht nicht mehr so viel mit. Und dadurch, dass wir sehr viel mittlerweile am Laptop sitzen oder halt auch ein bisschen mehr Strom brauchen, wie wir das eigentlich überlegt hatten, haben wir uns eine neue Batterie bestellt. Die werden wir nächste Woche einbauen. Was das für eine ist, das zeigen wir euch im nächsten Video. Und dann haben wir noch ein paar andere Themen, wie zum Beispiel Ein paar Rollen unter dem Kühlschrank, weil der immer sehr schwer aufzuziehen geht. Dann gerade nach dem Einkaufen, wenn der voll ist. Genau. Ja, dann wollen wir noch unsere Wasserkanister, also die Schublade, ein bisschen besser befestigen. Wir hatten da bis jetzt so Kindersicherungen dran und das ist überhaupt nicht praktikabel. Also es hat jetzt immer wieder ab. Es hat ein paar Wochen gehalten und das sehr gut, überraschenderweise. Und nach und nach sehen die auch hässlich aus. Ja, es ist eigentlich echt keine gute. Also zumindest nicht für den Van, für zu Hause ist das vielleicht was anderes.
Was haben wir noch? Wir wollen die Toilette, also noch einen Schrank in der Toilette bauen. Ja, da baumelt alles so rum. Ja, da wollen wir irgendwie so einen etwas größeren Schrank, wo wir alles reinmachen können. Dort, genau. Dann haben wir noch... Wir hatten einen kleinen Wasserschaden, falls ihr euch daran erinnert. Da sind jetzt mal 10 Liter ausgelaufen und die haben sich halt ein bisschen ins Holz gefressen. Das würden wir ganz gerne quasi neu machen. Dann sind wir mit unseren Schubladen nicht ganz zufrieden. Die gehen immer wieder auf bei etwas stärkeren Kurven. Da müssen wir das auch noch mal ein bisschen fester machen. Was uns wirklich sehr verwundert, weil wir haben Türen und da sind sehr schwere Kanister hinten dran und die knallen in den Kurven auch gegen die Türen. Die gehen nicht auf. Aber das diese sind Schubladen, nur die Schubladen. Die da halten sich. Diese Kugelschnapper nicht. Mysteriöserweise. Wir finden nicht raus, warum. Wir wollen noch ein paar Fliesen hier am Eingang machen, um den so ein bisschen schön einfach zu gestalten. Die Arbeitsplatten wollen wir noch mal abschleifen und ölen. In den Kühlschrank wollen wir noch so einen kleinen Entlüfter machen. So einen Schlitz reinmachen, genau. Genau, dass da vielleicht ein bisschen mehr die Luft zirkulieren kann. Wir brauchen ganz wichtig, die Besteckschublade ist ein bisschen chaotisch. Ja, das wollen wir auch noch mal ein bisschen ausbessern. Nochmal die Kräuter einsetzen und ein Moskitonetz. Warum eigentlich Moskitonetz? Wo geht es denn als nächstes hin? Also das wissen wir selbst noch nicht ganz genau. Ja, oder? Wir sind noch ein bisschen am... Also eigentlich wollen wir nach Schweden. Finnland vielleicht noch, aber irgendwie reizt uns auch das Baltikum. Vielleicht nochmal nach Polen, Davids Familie besuchen. Mhm. Ja. Und ja, da entscheiden wir einfach spontan. Genau, jetzt werden wir den Bus erstmal umbauen bzw. renovieren für die nächsten 2-2,5 Monate. Und gegen Ende September, Anfang Oktober werden wir nochmal größere Ausbauten machen. Weil ja, weil dann brauchen wir nicht nämlich noch eine Standheizung, wenn wir ja noch im Winter halt dort leben möchten. Genau, da muss noch ein bisschen Rost weggemacht werden und vielleicht kriegt Ting Tong einen neuen Anstrich. Aber das sind alles Dinge, um die kümmern wir uns dann in 2,5 Monaten oder 3 Monaten. Genau, so ist der Plan. Jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und das Video bis zum Ende gesehen habt. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst wie immer einen Daumen da. Ein Abo. Kommentiert das Video gerne, denn damit könnt ihr uns und unsere Reise auch weiterhin unterstützen. Und ja, wir freuen uns, dass ihr alle mit an Bord seid und ja, wünschen euch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr gerade seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Adios. Na, genießt du auch so die Kälte und die Frische nach so vielen Monaten? Geht so. Frierst du ein bisschen? Ein bisschen.